Meine Damen und Herren, wir sind bei der Besprechung des mathematischen Pendels und ich möchte Sie daran erinnern, was wir darunter verstehen. Das ist ein schwingungsfähiges System, das im Wesentlichen nur aus einem Massenpunkt besteht, mit einer gewissen Masse, der an einem weitgehend masselosen Faden aufgehängt ist. Der Faden hat eine gewisse Länge und das Ganze befindet sich in einem Gravitationsfeld, einem homogenen, also auf der Erde typischerweise. Und das Verhalten dieses Pendels, das ist ganz interessant, nicht nur wegen der Pendeluhren, die heute eh höchstens auf Antiquitätenmärkten zu haben sind mehr, sondern, was besonders wichtig ist, man kann mit Hilfe der Untersuchung der Pendelbewegung auch wieder einen Rückschluss auf das Verhalten der trägen und der schweren Masse ziehen. Und das wollen wir heute zum Abschluss dieses wichtigen Themas durchführen. Und daher haben wir gestern schon begonnen, das mathematische Pendel zu beschreiben. Das haben wir gemacht, indem wir Polarkoordinaten eingeführt haben, den Pendelweg S eingeführt haben und dann entsprechend die Tangentialkraft, die auf den Pendelkörper wirkt, uns angesehen haben. Und wenn wir das alles einsetzen, dann kamen wir also zuletzt auf die Bewegungsgleichung, wo der Winkel, der Pendelwinkel, den ich vielleicht hier noch einmal eintragen sollte, dieser Winkel Phi, um den das Pendel aus der Gleichgewichtslage abgelenkt wird, während also auf dieses Pendel die Schwerkraft wirkt, diese Kraft haben wir einfach als G-Pfeil bezeichnet, gleich der Gravitationsfeldstärke, und das lässt sich in zwei Teile aufspalten, einen, der radial nach außen gerichtet ist, ein GR-Pfeil, und einen anderen GT-Pfeil, der tangential verläuft. Der Winkel tritt hier noch einmal auf. Der radiale Anteil wird wegkompensiert, dadurch, dass dieser Faden, obwohl er praktisch keine Masse hat, doch fest genug ist, dass er nicht reißt. Und wenn er reißt, funktioniert das Pendel ja nicht. Also wir gehen davon aus, der Faden hält und daher braucht man diese Radialkomponente nicht zu betrachten, sondern nur die Tangentialkomponente, und die geht mit dem Sinus von dem Phi. Wenn aber Phi klein ist, dann ist der Sinus Phi ungefähr gleich Phi. Das geht natürlich wieder nur gut, wenn man das Phi im Bogenmaß misst, aber daran werden Sie sich sicher sowieso schon gewöhnt haben. In der Physik sind Winkel praktisch immer im Bogenmaß angegeben. Trotzdem ist es in unseren Hinterköpfen immer noch so, dass also ein rechter Winkel 90 Grad ist, aber man gewöhnt sich auch daran, dass ein rechter Winkel gleich Pi halbe ist. Also das ist eine entsprechend ganz einfache Sache, die man sich schnell gewöhnt. Und wenn man da also jetzt die Bewegungsgleichung aufstellt, da hat man also hier die wirkende Kraft, die ist zurücktreibend von diesem ausgelenkten Winkel, daher negativ, und auf der anderen Seite ist dann diese Bogenlänge, um die dieser Pendelkörper ausgelenkt wird. Und da muss man die zweite Ableitung davon bilden. Und dadurch kommt man dann darauf, dass wir erhalten M mal L mal D2 Phi nach DT Quadrat
M ist die träge Masse und das ist L mal D2Phi nach dt². Das ist einfach die Beschleunigung. Masse mal Beschleunigung. Träge Masse mal Beschleunigung ist gleich der Kraft. Zweites Newtonsches Axiom. Und diese Kraft ist zurückgerichtet, daher Minus und dann die schwere Masse mal g und dann noch multipliziert mal phi, weil es ist ein Sinus phi, um den es da ankommt und den haben wir hier ungefähr gleich phi gesetzt. Und das war also das Ergebnis von gestern. Wollte Sie jetzt nur noch einstimmen, wie wir dazu gekommen sind. Sie sehen in dieser Differentialgleichung für den Winkel phi als Funktion der Zeit steht einerseits die zweite Ableitung dieses Winkels drinnen und da der Winkel selber. Und wie ich gestern schon erwähnt hatte, eine derartige Konstellation lässt immer schon etwas erahnen, und zwar, dass es sich hier um eine periodische, sogar um eine harmonische Schwingung handeln wird. Und das kann man natürlich ausprobieren. Das macht man ja öfters bei Differentialgleichungen, dass man sie durch Ausprobieren löst. Nur sagt man das natürlich wissenschaftlicher. Man macht einen Lösungsansatz und schaut nach, ob er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, hat man Pech gehabt. Aber wenn man schon ungefähr weiß, worum es geht, macht man schon einen vernünftigen Ansatz und dann hat man also manchmal Glück, nicht? Und das machen wir hier jetzt auch. Wir machen also einen Lösungsansatz. Und wenn man schon davon ausgeht, da wird was schwingen, sogar harmonisch schwingen, schreiben wir halt dieses Phi, schreibe es besonders hin als Funktion der Zeit t, gleich einer Amplitude a, wie weit er halt höchstens ausschwingt, dieser Pendelkörper, wie weit man das Pendel also wegzieht aus der Gleichgewichtslage, a mal dem Sinus von Omega t. So wollen wir hier den Ansatz gestalten. Naja, und wenn t sich also im Lauf der Zeit eben vergrößert, ist ja eben die Zeit, nicht? Dann wird dieser Sinus zwischen minus 1 und 1 schwanken. Sie wissen ja, was der Sinus so macht. Und damit wird das Phi zu einer solchen periodischen Funktion. Naja, damit wir da oben einsetzen können, es ist ja ein Ansatz, den man einsetzt, und wir brauchen die zweite Ableitung, bilden wir einmal d phi nach dt. A, diese Amplitude, wie wir das auch nennen, ist eine Konstante, das bleibt also da konstant stehen beim Differenzieren. Den Sinus nach dem Argument Omega t differenziert, ergibt den Cosinus. Cosinus Omega t, aber Sie wissen natürlich, dass da jetzt noch eine innere Ableitung droht, weil das ja zwei ineinander gesetzte Funktionen sind. Und wenn man dann Omega t nach t ableitet, ergibt sich noch ein solches Omega. Das ist aber noch nicht, was wir brauchen. Wir brauchen die zweite Ableitung. Also machen wir d2phi nach dt². Leiten wir noch einmal ab. A und Omega ist konstant. Aus dem Cosinus, wenn man ihn ableitet, wird minus Sinus. Also. Minus Sinus Omega t, aber man handelt sich auch hier wieder eine innere Ableitung ein, wieder ein Omega als Faktor, kommt ein Omega Quadrat heraus. Und da sieht man also schon was Vielversprechendes. Die Zeitabhängigkeiten von dem Phi und von dem d2Phi nach dt Quadrat sind beide von der Form Sinus Omega t. Wenn man zweimal ableitet, kommt man über den Cosinus wieder auf den Sinus zurück. Und daher kann man das natürlich ganz einfach einsetzen und erhält damit, wenn man da oben also einsetzt, m mal l mal diese zweite Ableitung, die hat da ein Minus, also haben wir Minus m mal l, die Pendellänge, m ist die träge Masse, mal, und jetzt
kommt also diese zweite Ableitung, das Minus haben wir schon, A Omega Quadrat Sinus Omega T. Und auf der anderen Seite steht Minus MS mal G mal Phi. Minus MS mal G mal Phi, unser Ansatz, A mal Sinus Omega T. Und Sie sehen sofort dieses Auftreten der Zeitabhängigkeit in gleicher Weise in den beiden Fällen führt natürlich dazu, dass man den Sinus Omega T hier herauskürzen kann. Und das ist natürlich was wert. Weil jetzt sehen Sie, da bleibt uns gar nichts Zeitabhängiges mehr über. Das scheint zu funktionieren. Sonst würde ja der Ansatz sich nicht so gut verhalten. Außerdem kann man hier das A herausnehmen. Auf die konkrete Amplitude kommt es gar nicht an. Das Pendel wird also gleich schnell schwingen, ob man die Amplitude ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner macht. Nur, wir haben vorausgesetzt, Phi ist klein, so dass man den Sinus ganz gut durch sein Argument ersetzen kann. Der Sinus kommt ja so mit ca. 45 Grad heraus, wenn er so sich als zeitabhängige Funktion darstellt. Und solange man in diesem ersten Stück ist, bei kleinen Winkeln, noch sehr klein gegen 90 Grad, nur ein paar Grad, nicht? Wenn wir jetzt wieder bei den Grad bleiben, dann ist das also praktisch dasselbe. Und wenn man Phi also klein genug wählt, also dass die Amplitude auch klein genug macht, denn die Amplitude gibt ja an, wie groß das Phi höchstens werden kann. Der Sinus kann ja nicht mehr als 1 werden und das A gibt dann an, eben wie groß das Phi wirklich wird. Und daher muss man diese Amplitude natürlich klein genug machen, damit das geht. Aber wenn sie klein genug ist, dann ist es wurscht, wie groß man sie macht, wenn sie nur klein genug ist, damit die Näherung stimmt. Naja, und da sehen Sie jetzt, das kann man natürlich jetzt sehr einfach auswerten und wir können uns daraus sofort dieses Omega, was da drinnen steht, ausrechnen und gleich nachher überlegen, was haben wir denn damit dann eigentlich gewonnen. Das schauen wir uns sofort an, aber jetzt rechnen wir es einmal aus. Das Omega, da steht ein Omega-Quadrat. Und sonst kommt eigentlich nirgends was vor. Das heißt, wir brauchen eigentlich, um das Omega auszurechnen, nur das auf die andere Seite bringen und die Wurzel zu ziehen. Nicht? Also ziehen wir einmal gleich die Wurzel. Dieses Minus und Minus, da können wir ein Plus draus machen, das stört uns nicht weiter. Da sehen Sie, das war ganz gut, dass da oben das Minus steht, das geht sich mit dem dann gut aus. Und das ist auch wichtig, weil die Kraft ja gegen die Auslenkung gerichtet ist. Daher muss das auch ein Minus sein, sonst täte das auch nicht schwingen, sonst täte das Pendel immer weiter hinausgehen. Gut, und dann bleibt also jetzt stehen, ms mal g, also g mal ms, und dann, wenn man das rüberbringt, unten l mal m. So einfach schaut das aus. Wurzel aus g durch l mal ms durch m. Naja, was haben wir mit diesem Omega jetzt also gewonnen? Dazu müssen wir uns das Verhalten des Sinus noch einmal deutlich klar machen. Wenn man zum Beispiel beim Sinus mit dem Argument 0 anfängt, dann ist er ja auch 0. Und dann überlegt, wie viel muss ich jetzt dem Argument dazugeben, damit er dann wieder in die gleiche Situation kommt. Na, das ist 2π, der volle Winkel. Dann ist er wieder dort, wo er am Anfang war. Dann wird diese Schwingung, die mit diesem Lösungsansatz beschrieben ist, gerade durch eine volle Periode hindurch gelaufen sein. Das heißt, die Schwingungsdauer groß T wird dadurch charakterisiert sein, dass Omega mal groß T gleich ist dem vollen Winkel 2π. Also wenn Omega mal T gleich 2π ist,
so wie ich es dort hingeschrieben habe, dann kommt der Sinus genauso heraus, wie wenn das Argument null ist. Weil dann fängt er ja gerade wieder nach einer vollen Schwingung wieder an. Wenn also das der Winkel gerade 360 Grad, wenn ich das halt zur Sicherheit nochmal dazu sage, oder 2 Pi ist. Nicht wieso 2 Pi? Weil der Winkel im Bogenmaß, das ist ja im Wesentlichen der Kreisbogen am Einheitskreis und ein voller Winkel, da geht man den Einheitskreis einmal ganz herum und der Umfang eines Kreises ist 2 Pi R, wenn aber der Radius des Einheitskreises 1 ist, ist der Umfang eben 2 Pi und daher ist der volle Winkel im Bogenmaß einfach 2 Pi. Daher sind 180 Grad Pi und 90 Grad Pi halbe. Gewöhnen Sie sich das möglichst schnell an. Das ist gar nicht so unpraktisch. Pi halbe hat auch nur 2 Silben. 90 Grad hat 3 Silben. Also eigentlich ist man sogar schneller, wenn man sagt, der Winkel ist Pi halbe. Also das ist eine Frage der Gewöhnung und in der Physik ist das mit dem Bogenmaß bei weitem geschickter. Sonst könnte man das nie so schreiben. Sonst kommt man da irgendein Pi 180stel oder so dazu. Wer braucht das? Das ist unnötig. Der Winkel im Bogenmaß ist das wesentlich übersichtlichere. Also wenn Sie verstanden haben diesen Zusammenhang, dann folgt daraus, dass also die Schwingungsdauer gleich 2 Pi durch diesen Parameter Omega ist. Man nennt diesen Parameter dann auch die Kreisfrequenz, aber das möchte ich jetzt gar nicht in den Vordergrund stellen. Das machen wir, wenn wir uns dann konkret und im Detail mit den Schwingungen und Wellen auseinandersetzen. Das ist natürlich schon eine Schwingung. Aber wir haben das jetzt eigentlich nicht wegen der Schwingungen gemacht, sondern wegen der Implikationen, die sich jetzt ergeben in Bezug auf Träge und schwere Masse. Also das ist der Ausdruck für die Schwingungsdauer, weil nach der Zeit groß T eben dieses Argument gerade dann so ist, dass es, wenn es vorher 0 ist, nachher 2 Pi ist und dann der Sinus wieder in der gleichen Stelle ist und eine volle Schwingung hinter sich hat. Ist das jedem von Ihnen und jeder verständlich? Gut. Na, dann können wir sehr leicht diese Schwingungsdauer jetzt ausrechnen. Wir brauchen ja nur 2 Pi durch Omega bilden. Und die Schwingungsdauer, das ist was viel Anschaulicheres, als wenn man das mit Omega macht. Weil Schwingungsdauer, das können Sie auch leicht messen. Schauen Sie zu, bis das Pendel einmal hin und her gegangen ist. Das war die Schwingungsdauer. Nicht? Und das können wir uns eben schön ausrechnen. Damit erhalten wir also jetzt mit diesem allgemeinen Zusammenhang, dass diese Schwingungsdauer, wenn wir das Omega, das wir uns da gerade ermittelt haben, konkret einsetzen, 2 Pi mal den Reziprokwert von Omega. Und das ist natürlich wieder eine Wurzel, aber L durch G und dann mal M durch MS. Und das können wir jetzt noch einmal umformen, um uns daraus auch einen Zusammenhang zwischen der schweren und der trägen Masse herzuleiten. Wir brauchen nur das MS nach links bringen, das T nach rechts und das Ganze quadrieren. Dann haben wir noch einmal damit, kann man schon gar nicht aus dem damit heraus, das MS ist dann gleich, das 2 Pi quadriert ist also 4 Pi Quadrat. Und dann bleibt L durch G. Und dann noch das Groß T kommt herunter. Mal und jetzt M mal M. Und das MS haben wir auf der anderen Seite. 4 Pi Quadrat L durch G T Quadrat. Wir müssen ja quadrieren. Mal M, ja? Wollte eh gerade jemand sagen? Ja? Hat sich jemand aufgeregt? Gut, tun Sie das. Dann sehe ich, dass Sie auch wirklich zuschauen und mitdenken. Und Sie sehen, wir kommen da auf eine Relation zwischen M und MS. Da stehen an sich lauter harmlose Sachen drin. Das 4 Pi Quadrat, na, die Pendellänge, die bleibt, was sie ist, wenn man immer das gleiche Pendel verwendet. G,
die die Gravitationsfeldstärke und dann aber das T-Quadrat, die Schwingungsdauer. Und jetzt kommt es darauf an, wie groß diese Schwingungsdauer sein wird im Zusammenhang mit dieser Relation. Und da kommt es uns also jetzt insbesondere darauf an, und das haben meine Kollegen schon vorbereitet, dass wir zwei Pendel betrachten, die da hier schon aufgehängt sind, die also so aufgehängt sind, dass die Fadenlängen möglichst genau gleich groß sind. Das ist dann de facto gar nicht so einfach zu erreichen, wenn es um Zehntelmillimeter geht. Nicht? Aber wenn man was genau machen will, ist nie einfach. Das wird Ihnen sehr schnell, wenn Sie selber arbeiten, bewusst werden. Und dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, nachzuschauen, was diese Pendelkörper für Massen haben. Werden wir mal schauen, ob man das in der Fernsehanlage auch gut sehen kann. Machen wir das ein bisschen dunkler, dass Sie das da besser sehen können. Und wollen Sie es machen, ich werde es auch gleich aufheben. Nicht? Der eine Pendelkörper, den lege ich also da faktisch jetzt drauf und hebe das herauf. Sieht man das jetzt schon? Also ich halte das halt da, machen Sie es ein bisschen größer. Na bitte. 50 Gramm sieht man da. Ja? Und jetzt wandern wir Ruhe. Jetzt wandern wir zum anderen Pendelkörper. Das waren also jetzt 50 Gramm. Und das ist jetzt ein Mugel. Der hat 450. Ja. Na, das ist blöd. Sie sehen das nicht. Warten Sie, ich stelle mich anders. Sie wollen das ja sehen. Ne? So, jetzt wird es gehen. Also über 400 Gramm. Na, das ist ein Faktor 8, fast ein Faktor 10. Da ist also schon was dran. Man kann also davon ausgehen, dass diese Pendel zwar an sich sehr gleich ausschauen, sie haben die gleiche Fadenlänge, das kann man schon so sehen, aber natürlich nicht am Zehntelmillimeter. Und sie befinden sich beide im gleichen Schwerefeld, nämlich eben dem Schwerefeld der Erde. Daher wird auch das G, die Gravitationsfeldstärke, natürlich die gleiche sein. Das heißt, wenn Sie sich das da anschauen, das L ist gleich, das G ist gleich, jetzt kommt es darauf an, was macht das T. Und das können Sie sich jetzt anschauen, was da passiert. Wenn ich also diese Pendel nicht zu weit auslenke, sollen ja kleine Schwingungen sein, und ich lasse es aus, dann können Sie erkennen, dass diese Pendel weitgehend gleiche Schwingungsdauer haben. Kann man das erkennen? Also natürlich, wenn ich jetzt sehr lang warte, dann werden sie schon außer Tritt kommen, weil ganz so genau kriegt man das nicht hin mit der Fadenlänge. Aber ich glaube, Sie haben schon gesehen, dass es also hier eine sehr schöne Gleichheit der Schwingungsdauern in beiden Systemen gibt. Herr Litschauer, danke fürs Vorbereiten. Also ganz wichtig, meine Damen und Herren, vergessen Sie das nicht. Das ist fast die zehnfache Masse, aber dem Ding ist es wurscht. Das pendelt genauso schnell, ob das jetzt die zehnfache Masse hat oder nicht. Und das ist an sich schon wieder zunächst genauso überraschend oder auch nicht, wie beim freien Fall, da von der Leiter, was wir uns gestern angeschaut haben, weil es ist ja auch hier bei der fast zehnfachen Masse oder achtfachen Masse ja klarerweise auch eine viel stärkere rücktreibende Kraft. Naja, wenn das so stark rücktreibend ist, muss das auch schneller schwingen, sollte man meinen. Nicht? Aber andererseits ist das Ding eben auch in gleichem Maße träger geworden. So wie beim freien Fall. Und daher widersetzt sich dieser Pendelkörper auch um exakt den gleichen Faktor einer Beschleunigung seiner selbst. Das heißt, mit der zehnfachen Kraft, aber der zehnfachen Trägheit kommt unterm Strich netto dasselbe heraus. Und das haben Sie hier experimentell gesehen. Und das kann man natürlich dann mit einem solchen Pendel oder zwei Pendel
Pendeln, die man sehr genau aufhängt und dann 1000 Schwingungen abwartet oder so, sehr genau feststellen. Und der Herr Dicke hat schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts herausgefunden, dass also dann die Proportionalität zwischen Träger und schwerer Masse, die da ja vorkommt, auf besser als 1 in 10 der minus 11 gegeben ist. Na, da glaubt man dann schon. Nicht? Also dann, ich glaube, mehr muss man nicht nachschauen. Das ist für alle praktischen Zwecke völlig ausreichend. Die Fehlergrenzen sind offenbar klein genug, dass das also passt. Also man sieht auch aus diesem Experiment, dass der Faktor konstant bleibt. Und das kann man dann auch für die verschiedensten Materialien zeigen, nicht gerade nur für die zwei Metalle da. Es passt immer. Nur auf die Reibung muss man natürlich aufpassen, die Luftreibung. Aber das ist eben gut, die zwei Kugeln haben auch die gleichen Durchmesser. Das heißt, die Luftreibung hat dann einen gleichartigen Einfluss und macht dann auch so gesehen, wenn es nur um die Vergleichung geht, keinen störenden Fehler. Also MS zeigt sich, ist in hohem Maße, also in hoher Präzision proportional zu M. Das hatten wir schon beim freien Fall, jetzt haben wir es da noch einmal und zwar genauer. Und das heißt wiederum, das bestätigt das Äquivalenzprinzip, dass eben träge und schwere Masse äquivalente Größen sind, die also letztlich nach allem, was man da so sieht, gleichartig erscheinen und eine gleichartige Eigenschaft der entsprechenden Körper darstellen. Obwohl eine innere Begründung durch dieses experimentelle Faktum noch nicht gegeben ist. Aber das kommt eben dann im Rahmen der allgemeinen Relativitätsmechanik, aber nicht im ersten Studienjahr. Und dann, wenn das also immer so ist und mit hoher Genauigkeit, dann legt man jetzt ein für alle Mal fest, der Faktor ist 1 und M ist gleich MS. Das ist die kurze Fassung des Äquivalenzprinzips. Und wenn man das natürlich macht, dann sehen Sie, dass in diesem Ausdruck natürlich dieser Bruch M durch MS wegfällt. Und Sie haben damit eine sehr schöne Methode, aus der Schwingungsdauer bei bekannter Pendellänge, und das ist ja weg, die Gravitationsfeldstärke auf der Erde zu ermitteln. Und wenn Sie mit so einem Pendel auf den Mond gehen und das dort machen, dann werden Sie feststellen, dass die Schwingungsdauer dort länger ist, das Pendel langsamer bei gleicher Pendellänge und damit ist das G entsprechend kleiner. Das kann man sich also alles, glaube ich, recht gut vorstellen. Okay, Pendel verstanden? Masse macht keinen Einfluss. Wichtig. Ja. Die Frage ist, ob die Oberfläche einen Einfluss macht. Na, was die Reibung betrifft, mag es schon sein, dass sie einen kleinen Einfluss macht. Das sind so die Effekte zweiter oder höherer Ordnung, die man dann bei genauen Experimenten alle im Detail nachwassern muss. Aber das interessiert uns da jetzt nicht. Man kann das alles so gestalten, dass man das bis auf 10 der minus 11 hinunterbringt. Aber man soll das also nicht unterbewerten. Solche Experimente wie beim Herrn Dicke, da würde man sagen, naja, mein Gott, schon Schlosserei. Das ist also wirklich unter Ausreizung aller Möglichkeiten, dass man das so hinkriegt. Nicht? Und dadurch gewinnt man dann natürlich ganz wichtige, fundamentale Aussagen. Und oft ist es gerade die Präzision, die sehr wichtig ist. Denken Sie an das berühmte Michelson-Experiment. Das ist ja sicher Ihnen allen schon mal untergekommen. Nicht? Da, was also einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Relativitätsmechanik gehabt hat. Was hat der gemacht? Ganz winzige Streifenverschiebungen bei einer Interferenz angeschaut, wo jeder normale Mensch sagt, mein Gott, wen kann sowas interessieren? Und genau dort liegen dann oft die entscheidenden Aussagen. Also man unterschätze nicht dort, wo es wichtig ist, die Präzision von Messungen oder anders gesagt, die Wichtigkeit von Präzisionsmessungen. Aber nicht nur Präzisionsmessungen sind wichtig. Manchmal möchte man auch, wenn man so in ein neues Gebiet hineingeht, sich erst einmal dort orientieren. Da geht es dann auch schon mit weniger hoher Präzision. Gut,
Jetzt wollen wir aus diesem Äquivalenzprinzip, also das ist im Wesentlichen die Aussage des Äquivalenzprinzips, dass die träge und schwere Masse zueinander äquivalent sind, gleichartig, immer proportional und daher sinnvollerweise gleichgesetzt werden können, was wir ab jetzt konsequent machen werden. Und auch die Einheit ist dann dieselbe. Also wenn wir ein Kilogrammstück haben, zum Beispiel das da bei Paris, dieses Urkilogramm, das hat dann eine träge Masse von einem Kilogramm und eine schwere Masse von einem Kilogramm und wir unterscheiden nicht mehr, weil es keinen physikalischen Effekt gibt, wo diese Unterscheidung wichtig wäre. Ja. So, aber eine wichtige Folgerung aus diesem Äquivalenzprinzip wollen wir jetzt noch ziehen. Und diese Folgerung betrifft jetzt ganz einfach das zweite Newtonsche Axiom. Also wegen m gleich ms schreiben wir jetzt das zweite Newtonsche Axiom in folgender Weise. Einerseits haben wir ja die Gewichtskraft im homogenen Gravitationsfeld in der Form g-Pfeil ist gleich m, bisher haben wir geschrieben s, mal die Gravitationsfeldstärke. Das hatten wir vor kurzem so eingeführt und daraus ergibt sich, dass die Gravitationsfeldstärke die Kraft auf die Einheit der schweren Masse ist. Andererseits haben wir die Bewegungsgleichung, das zweite Newton-Axiom, dass Kraft gleich Masse mal Beschleunigung ist, also Masse, und zwar jetzt die Träge, mal Beschleunigung, und da setzen wir also R-Pfeil 2 Punkt ein. Das ist ja die zweimal nach der Zeit, der zweimal nach der Zeit abgeleitete Ortsvektor, Masse mal Beschleunigung, ist gleich der wirkenden Kraft. Und da gehen wir jetzt davon aus, wirken tut die Gewichtskraft. Und das ist daher gleich ms mal g-Pfeil. Das ist die Bewegungsgleichung für den freien Fall. Also Masse mal Beschleunigung ist gleich die Gewichtskraft ms mal g. Nun, dieses ms, das ist jetzt eben das Wichtige. Dieses ms ist gleich m. Und damit, meine Damen und Herren, damit kann man das m jetzt kürzen. Und kriegt also daraus heraus, dass das R-Pfeil 2 Punkt gleich ist G-Pfeil. Und damit ist das, was wir bisher immer, ihr mehr Pomme verrät, als Gravitationsfeldstärke bezeichnet haben, also die Kraft auf die Einheit der schweren Masse, so wie die elektrische Feldstärke, die Kraft auf die Einheit der Ladung ist zum Beispiel, dass diese Gravitationsfeldstärke beim freien Fall nichts anderes ist als die Fallbeschleunigung, die Beschleunigung des Körpers beim freien Fall. Und das ist daher unabhängig, das ist jetzt ganz klar aufgrund dessen, was für eine Masse der Körper hat, die kommt ja gar nicht mehr vor, weil die kürzt sich hier heraus. Also ist diese Gravitationsfeldstärke gleich der Beschleunigung beim freien Fall und das nennen wir die Fallbeschleunigung. Und daher werden wir ab jetzt, wenn sowas vorkommt, dann immer von der Fallbeschleunigung sprechen. Und die ist natürlich auf der Erde was anderes als am Mond. Aber auf der Erde können Sie nehmen, welche Masse immer, die Fallbeschleunigung wird dieselbe sein, siehe das gestrige Experiment auf der Leiter. Verständlich? Okay. Ja, bitte. Nimmt die Gravitation nicht mit Distanz ab? Die Frage ist, ob die Gravitation mit der Distanz abnimmt. Selbstverständlich. Das heißt, wir reden immer von Null Level. Deswegen sprechen wir eben, und das habe ich ein paar Mal immer schon betont,
von einem relativ kleinen Bereich auf der Erdoberfläche. Erstens darf man nicht sehr hoch aufsteigen, dann wird das die Fallbeschleunigung etwas kleiner und wir werden das gleich anschließend ein bisschen näher beleuchten. Und zweitens dürfen wir jetzt nicht plötzlich nach Amerika gehen, weil da die Fallbeschleunigung einen anderen Winkel hat. Nicht? Aber solange wir in dem Hörsaal bleiben oder auch nur vielleicht in den nächsten hinaufsteigen, spielt das überhaupt keine Rolle. Also für Systeme, für genügend kleine Systeme in der Nähe der Erdoberfläche, das ist das, worauf sich das beschränkt. Wie immer, man muss für alle Beziehungen immer gewisse Gültigkeitsgrenzen angeben und das ist da eine solche Gültigkeitsgrenze. Okay? Gut, also daher ist das G die Fallbeschleunigung. Jetzt werden Sie sich noch fragen, wie schaut das aber jetzt in drei Teufelsnamen mit der Dimension aus? Weil wir hatten ja die Dimension von G entsprechend der ursprünglichen Interpretation als Gravitationsfeldstärke, als Kraft auf die Einheit der schweren Masse. Das heißt Newton pro Kilogramm schwer. So haben wir das auch vor ein paar Stunden oder was gestern aufgeschrieben. Naja, jetzt können wir als nächstes jetzt schreiben, das muss also gleich sein, Newton pro Kilogramm, weil wir haben ja die Einheiten von schwerer und träger Masse gleichgesetzt, nachdem wir ja laut Äquivalenzprinzip überhaupt schwere und träge Masse gleichgesetzt haben. Na und Newton pro Kilogramm, was ist denn das? Das Newton, das ist die Einheit der Kraft. Deswegen heißt es ja Newton. Und die Kraft ist laut dem zweiten Newtonschen Axiom, Masse mal Beschleunigung, also Kilogramm, die Dimension Kilogramm Meter je Sekunde Quadrat. Also statt Newton können wir ausschreiben, Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat und das geht wieder durch Kilogramm und jetzt sehen Sie, die Kilogramm fallen raus und es bleibt wirklich eine Beschleunigung in Meter je Sekunde Quadrat über. Das passt also alles. Aber das muss Ihnen einmal bewusst geworden sein, dass das alles nur geht unter der Voraussetzung des Äquivalenzprinzips. Und das ist letztlich aus der jetzigen Sicht der Betrachtung, wie wir es da machen, ein experimentelles, aber sehr gut abgesichertes Faktum. So. Wenn sonst keine Fragen sind, und das soll jetzt nicht suggerieren, dass Sie keine Frage stellen sollen, sondern eher sich überlegen, ob Ihnen noch was an der Sache unklar geblieben ist. Freut mich aber, wenn das nicht der Fall ist. Wollen wir jetzt einen Schritt weitergehen und einmal abgehen nur von dieser einfachen Situation, die ich da gerade besprochen habe, nur kleine Systeme auf der Erdoberfläche mit konstanter Gravitationsfeldstärke bzw. Fallbeschleunigung, sondern wir schauen uns jetzt ein bisschen was Allgemeineres an. Wir betrachten die Massenanziehung zweier Massenpunkte. Und als typische Massenpunkte kommen in Frage Erde und Mond oder Erde und Sonne, solche Punkte halt. Nicht? Aber wenn man groß genug Distanzen betrachtet, sind diese Riesenmassen ja doch wieder beinahe Punkte. Also Massenanziehung zweier Massenpunkte. Wie wird das zugehörige Kraftgesetz ausschauen? Die Kraft, die Wechselwirkungskraft zwischen zwei Massenpunkten. Naja, und da kann man sich überlegen, wie wird das sein? Einerseits haben wir ja hier schon gesehen, die Kraft ist proportional zur Masse. Also, wir haben sofort der Betrag der Kraft ist proportional zur Masse. Und zweier Massen, da schreibe ich gleich mal dazu, Massenpunkte mit Massen klein m und groß m. Eine soll heute größere geschrieben sein, aber das heißt jetzt nicht, dass eine immer größer als die andere sein muss. Man könnte auch m1 und m2 schreiben, aber jetzt schreiben wir klein m und groß m. Schaut ja nicht.
Das heißt, die Kraft ist proportional zur Masse des Körpers, der heute halt da gerade unter dem Einfluss des anderen Körpers, zum Beispiel der Erde, steht. Aber wenn da zwei Massenpunkte gleichberechtigt irgendwie einander gegenüberstehen, muss dann, wenn das gilt, aus Symmetriegründen auch gelten, dass diese Wechselwirkungskraft auch proportional zu groß M sein muss. Nicht? Diese beiden kann man ja vertauschen. Das ist ein völlig symmetrisches Problem. Wenn es proportional zu einer Masse ist, ist es auch proportional zur anderen Masse. Das hat auch was mit Aktio und Reaktio zu tun. Nicht? Das Reaktionsprinzip sagt ja im Wesentlichen aus, wenn man das da anwendet, der Betrag der Kraft auf die eine Masse ist gleich dem Betrag der Kraft auf die andere Masse. Nur entgegengerichtet sind sie heute, weil sie sich heute als Massenpunkte anziehen werden. Ja? Das heißt, das ist einfach. Und man kann sich unter dem klein m die Masse eines fallenden Körpers vorstellen, so wie wir das da besprochen haben, und unter dem groß m meinethalb die Masse der Erde beispielsweise. Allerdings, was wir jetzt nicht wissen, und das ist jetzt eben eigentlich der Punkt, um den es sich dreht. Wie hängt diese Kraftwirkung zwischen den beiden Punktmassen, wie hängt die vom Abstand zwischen den beiden Massen ab? Und das ist wegen der Kleinheit der Gravitationskraft. Sie erinnern sich an diese extrem kleine Kopplungskonstante. Das ist eben sehr schwer, experimentell in den Griff zu bekommen. Ist es schwer, das in Laborexperimenten festzustellen mit genügender Genauigkeit? Wie groß die Abhängigkeit der Anziehungskraft zweier Massen, Punktmassen vom Abstand ist. Bei elektrischen Kräften geht das besser. Und diejenigen, die hoffentlich viele von Ihnen in den Methoden, im Methodenpraktikum sind, die haben auch schon gesehen, dass man bei den elektrischen Kräften, die halt stärker sind, dass wir da schon zeigen konnten, dass in einer gewissen Näherung, besser geht es halt bei so einem Demonstrationsexperiment nicht, sehen konnten, dass also die Kraft somit 1 durch R Quadrat kleiner wird, wenn die Distanz R immer größer wird. Naja, was wird jetzt bei der Gravitation sein? Das ist ja ganz was anderes. Wer sagt, dass das da so ist? Und das hat natürlich schon Newton seinerzeit interessiert und der hat eine wirklich geniale Idee gehabt. Und weil die so schön ist, möchte ich es mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Es ist echt einfach. Es ist wirklich nur die Benutzung von ganz einfachen Grundlagen, die Sie alle schon verfügbar haben. Sie werden sehen, man kann daraus schon interessante Schlüsse ziehen. Nämlich Newtons Idee zur Abhängigkeit von der Distanz R, ich glaube, ich habe es einfach mit, ja, der Distanz schreibe ich nur, gemacht. Die Idee, die er gehabt hat zu dieser Abhängigkeit von der Distanz der beiden Massen ist, er hat die Mondumlaufbahn betrachtet. Er hat also das System Erde-Mond betrachtet, zwei Massenpunkte. Genügend weit auseinander, dass man es einigermaßen punktförmig ansehen kann. Außerdem kann man zeigen, solange die Kugeln alle symmetrisch mit Masse erfüllt sind, auch wenn sie nicht punktförmig sind, machen sie dasselbe, als wären die Massen punktförmig in der Mitte konzentriert. Also er betrachtet eher den Mond und lässt einmal die Sonne außen weg. Wir schauen uns nur das System Erde-Mond an, also einen Mondumlauf. Die Distanz zwischen Erde und Mond, das kann man sich und konnte man schon zu Newtons Zeiten durch trigonometrische Vermessungen anschauen. Wenn man an genügend weit entfernten Punkten auf der Erde gleichzeitig auf den Mond visiert, dann
wird das nicht komplett parallel sein, sondern da kann man dann durch einschneiden, wenn man auf die Winkel entsprechend aufpasst, Trigonometrie, nicht, die Wichtigkeit der Mathematik, kann man dann also auf den Radius der Mondbahn schließen. Außerdem wusste man damals längst recht gut schon, wie groß der Radius der Erde ist. Das haben sich ja schon die alten Ägypter überlegt mit den Obelisken und wie lang die Schatten sind und so. Sehr gescheit. Die Leute waren schon vor 3000 Jahren irrsinnig gescheit. Nur leider zwischendurch waren dann wieder ein paar Dumme, die alles vergessen haben und dann wieder gesagt haben, es ist eh alles flach. Nicht? Ja, das ist leider ein immer wiederkehrender periodischer Vorgang. Die Leute wissen viel, das ist dann wieder in Vergessenheit, dann glaubt es wieder keiner, dann kommen sie wieder neu drauf, freuen sich und naja. Also das wollen wir nicht weiter ausführen. Jedenfalls, wir können davon ausgehen, wir wissen einiges. Der Erdradius, groß R nenne ich ihn, der ist 6370 mal 10 der dritten Meter. Also so grob gesagt, ein bisschen mehr als 6000 Kilometer. Na, das ist nicht so unüberschaubar groß, das kann man sich schon vorstellen. Nicht? Wenn man auf Urlaub fliegt, irgendwo hin, fliegt man auch mal 6000 Kilometer. Also das ist durchaus im Rahmen des Vorstellbaren. Der Radius der Mondbahn nennen wir es R-Mond. Also durch so trigonometrisches Einschneiden kommt man drauf, der ist recht genau 60 R. Also da kann man sich schon vorstellen, nicht? Da ist die Erde und da ist der Mond und 60 Radien. Das heißt, das ist schon ein relativ kleines Kugel da im Verhältnis zu den Distanzen. Man hat da schon so zwei so Massenpunkte, die halt rundum einander rotieren, nicht? Radius der Mondbahn ist 60 R. Dann kann man sich ausrechnen. 60 mal 6.370 Kilometer. Naja, und dann natürlich, was man auch wissen muss, damit man das einigermaßen quantitativ jetzt erforschen kann, ist, wie lang braucht der Mond, um einmal um die Erde herum sich zu drehen. Na, das ist nicht schwer, werden Sie sagen. Da schaut man, wann Vollmond ist und dann schauen Sie, wie viele Tage vergehen, bis wieder Vollmond ist und dann ist er einmal rundherum. Da sieht man, wie man sich täuschen kann. Weil während da der Mond einmal rundherum geht bis zum nächsten Neumond, ist auch die Erde schon ein Stück weitergegangen. Und daher musste ein Stück mehr sich drehen, um wieder genau zwischen Sonne und Erde zu stehen. Das heißt, diese Zeit, die sogenannte synodische Zeit von 29,5 Tagen ist die falsche. Wir wollen die Zeit haben, wo gerade um 2 Pi, also um 360 Grad herumgegangen ist. Das ist dann die siderische Zeit, der siderische Monat. Haben Sie das verstanden? Wenn die Erde ein bisschen weiter geht, muss er ein bisschen weiter herum, dass er wieder genau zwischen Erde und Sonne steht. Man will aber jetzt nur wissen, wie lange braucht er, um einmal um 360 Grad oder 2 Pi rundherum zu gehen. Und das ist ein bisschen weniger. Und dieser siderische Monat, und das nennen wir also die Mondumlaufszeit, T-Mond, das ist auch so etwas Periodisches, was man mit Groß T bezeichnen. Nicht? Diese Mondumlaufszeit, der siderische Monat, ist 27,32 Tage. Das kann man natürlich dann in Sekunden umrechnen, nicht? Damit man dann entsprechend auf die SI-Einheiten kommt. Na, das ist schon ein Unterschied, nicht? Da kann man sich ein bisschen selber anlügen, wenn man auf das nicht aufpasst. Weil der synodische Monat ist 29,5 und der ist 27,3. Ja, da macht man schon Fehler, wenn man auf das nicht aufpasst. Also man muss halt immer genau nachdenken, was man also tut. Naja, und jetzt ist entscheidend, dass man sich überlegt,
wie kommt's denn, dass der Mond also auf seiner Umlaufbahn auf die um die Erde bleibt? Und das war ja Newtons geniales Konzept, diese Vereinheitlichung, dass er gesagt hat, einerseits ist der Apfel, der ihm scheinbar einmal am Kopf gefallen ist, durch dieselbe Kraft heruntergefallen, die auch bewirkt, dass die Himmelskörper auf ihren Bahnen bleiben. Ein wirklich geniales Konzept, was außer ihm eben niemand überlegt gehabt hat. Das war das Neue und das wird hier angewendet. Also auch der Mond steht unter dem Einfluss der Schwerkraft. Aber jetzt, Herr Kollege, natürlich, wenn er weiter weg ist, ist die Kraft, die dort wirkt, dann viel kleiner, und zwar deutlich kleiner als auf der Erdoberfläche. Und genau darum geht es mir. Wir wollen ja wissen, wie das also mit der Abhängigkeit von der Distanz ist. Da muss man nur weit weg. Na, der Mond ist genug weg, dass man sich das also dann wirklich anschauen. Nur schaut so zu Newtons Zeit, nicht, da wird keiner hinfliegen können. Macht aber nichts. Weil die gescheite Idee ist, wenn ich weiß, wie groß die Umlaufszeit ist, dann weiß ich auch seine Winkelgeschwindigkeit und mit Omega Quadrat, Omega ist die Winkelgeschwindigkeit, mit Omega Quadrat R kriege ich die Zentripetalbeschleunigung. Erinnern Sie sich an die Kinematik der Kreisbewegung. Omega Quadrat R war der Betrag der Zentripetalbeschleunigung. Das hatten wir. Das können wir jetzt natürlich gleich benutzen. Gut, dass wir uns da damals um die Kreisbewegung gekümmert haben, weil jetzt haben wir das zur Verfügung. Na, und diese Zentripetalbeschleunigung, das ist eben das, wo man jetzt sagt, die kommt dadurch zustande, dass Erde und Mond einander anziehen. Also hat man dadurch auch gleich die dortige Fallbeschleunigung. Das ist also die Zentripetalbeschleunigung. Der Mond fällt faktisch um die Erde herum. Und das tut er schon lang. Seine Zentripetalbeschleunigung ist gleich der Fallbeschleunigung von außer Erde aus bewirkt, an der Stelle des Mondes. Und da brauchen wir uns die also nur ausrechnen. Wir rechnen uns also aus, die Fallbeschleunigung an der Stelle des Mondes. An der Stelle des Mondes. Und das ist also gleich der Zentripetalbeschleunigung, die wir aus den Umlaufsdaten des Mondes und aus dem Radius der Mondbahn ermitteln können. Und diese Zentripetalbeschleunigung rechnen wir uns jetzt aus. Also die Fallbeschleunigung gm an der Stelle des Mondes. Wir haben ja gesagt, g ist die Fallbeschleunigung. Gm ist jetzt die Fallbeschleunigung an der Stelle des Mondes, also recht weit weg von der Erdoberfläche. Nicht? Dieses gm ist also gleich Omega Quadrat r. Und dieses Omega ist natürlich das Omega des Mondes. Omega des Mondes. Quadrat mal dem Radius der Mondbahn. Ja, das haben wir aber schon alles, weil dieses Omega können wir uns ja leicht ausrechnen. Sie wissen ja auch schon, was die Winkelgeschwindigkeit ist. Sie sehen, jetzt sammeln wir alle unsere Assets, die wir da haben, schön zusammen. Nicht? Omega, die Winkelgeschwindigkeit, ist der Winkel, der pro Zeiteinheit überschritten wird. Na ganz einfach, dann nehmen wir den vollen Winkel und dividieren ihn durch die Umlaufszeit. Das ist dann der Winkel pro Zeiteinheit. Denn wir gehen davon aus, das ist eine gleichförmige Kreisbewegung. Das wird nicht schneller und nicht langsamer. Jedenfalls nicht wesentlich, sonst wäre der ja schon längst runtergefallen oder weggeflogen. Das ist alles so schön stabil, wie man sich kaum was Stabileres vorstellen kann. Diese Stabilität übrigens ist nichts Gottgegebenes, sondern hängt damit zusammen, dass wir in einem glücklichen Umstand leben, dass die verschiedenen Planeten einander nicht gegenseitig schon angeschossen haben, sondern alle laufen so gut auf ihren Bahnen, ohne mit den anderen Bahnen irgendwie überkreuzt zu kommen, beziehungsweise wenn vielleicht am Anfang solche waren,
die sind schon weg. Die haben sich schon irgendwann erstessen, sozusagen. Es sind also die übergeblieben, die jetzt schön brav. Und das ist die Basis für unsere Existenz. Weil wir haben ja lang gebraucht, um von den Algen bis zum Menschen zu kommen. Nicht? Und das setzte voraus, dass die Geschichte lang, lang immer konstant blieb. Gut, also jedenfalls, daher ist es eine konstante Winkelgeschwindigkeit. Und diese Winkelgeschwindigkeit kriegen wir heraus, indem wir sagen, das ist 2π, der volle Winkel, durch das P, das T der Mondumlaufbahn. Quadrat. Und dann mal Rm wieder. 2π durch Tm zum Quadrat mal Rm. Und dieses Rm, das ist 60 mal R. Und R steht da oben. Und das kann man sich jetzt alles ausrechnen. Und das werden wir jetzt nicht im Einzelnen durchführen, aber ich ersuche Sie eindringlich. Nehmen Sie sich die Zeit. Ich sehe, dort wird jetzt schon einer tüpfeln. Gut, oder vielleicht später. Sich das wirklich auszurechnen. Es steht ja alles da. Das ist ja ein ganz einfaches Rechnen. Nicht? Also bevor es noch die Taschenrechner gegeben hat, war das ein bisschen mühsamer, die ganzen Zehnerpotenzen richtig einzusammeln. Aber die Taschenrechner, die führen das ja so bequem mit. Nicht? Und daher kommt man dann sehr schnell auf ein Ergebnis. Und wobei also sich wichtig ist, darauf zu achten, das schreibe ich da noch einmal her, der siderische Monat. Naja, für die Astronomen und Astronominnen unter Ihnen wird das wahrscheinlich nichts Neues sein. Nicht? Sie werden schon gewusst haben, dass es einen siderischen... Hat man das, hört man das schon in der Astronomie? Ja. Schon, ja, gut. Aber die anderen nicht, nicht. Also daher muss man das ja schon entsprechend klar machen. Siderischer Monat. Also wenn man das einsetzt, das TM, das ist da... 27,3 Tage mal 86.400 Sekunden oder so irgendwie. Und der RM ist 60 R und das wieder in Metern eingesetzt. Also das ist ja wirklich keine große Sache. Es kommt heraus, in einer gewissen Näherung, alles sind Näherungen, 2,71 mal 10 der minus 3. Mal 10 der minus 3. Und was wird wohl herauskommen? Eine Beschleunigung, daher Meter je Sekunde Quadrat. Machen Sie es wirklich. Rechnen Sie es durch. Haben Sie es schon durchgekriegt? Passt's? Ja. Na bitteschön. Also wunderbar. Also trotzdem, das schaut nicht, wenn man sich das... Dann macht man es sich zu eigen. Das ist gar nicht schlecht. Na, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir eigentlich noch nicht viel, werden Sie sich denken. Jetzt haben wir also die Fallbeschleunigung an der Stelle des Mondes, ne? Und? Ja, aber wir kennen ja auch die Fallbeschleunigung an der Erdoberfläche. Wir brauchen nur was fallen lassen. Haben wir gestern gemacht, haben es ermittelt und kommen drauf, an der Erdoberfläche ist die Fallbeschleunigung 9,81 Meter je Sekunde. Also auf Erdoberfläche haben wir das G gleich 9,81 Meter je Sekunde Quadrat. Gestern gemessen, nicht? Gar nicht so schlecht rausgekommen übrigens. Dank einer sehr schönen Experimentvorbereitung. Jetzt werden Sie sich wieder denken, na und, bringt uns das was? Wir wollen doch nur mit Massenpunkten rechnen. Und das ist jetzt so, wenn ich das vielleicht da oben dazu zeichnen darf, dass wir da eine aus unserer Sicht muggelgroße, riesige Erde haben. So eine große Kugel. Und da sitze ich da drauf und da gibt's also da hier die Fallbeschleunigung. Also eigentlich ein Blödsinn, nicht? Aber man kann eben zeigen, das werde ich jetzt nicht machen, dass diese Wirkung der großen kugelförmigen Erde gleich ist, als wäre die ganze Erdmasse im Zentrum versammelt. Und dann ist die Distanz zwischen diesen beiden Massen eben gerade der Radius der Erde, diese 6.370 Kilometer. Und damit haben wir einen weiteren Anhaltspunkt. Nämlich, wir können jetzt sagen, wir haben die Beschleunigung, die Fallbeschleunigung im Abstand R
und im Abstand 60 R. Nämlich das ist der Radius der Mondbahn. 60 R. Na, das ist schon was. An zwei Stellen haben wir es. Jetzt, Sie haben so schön den Rechner bei der Hand. Dividieren Sie einmal die zwei durch. Die 9,81 durch den Wert. Das ist dann das Verhältnis, um das sich diese Fallbeschleunigung ändert. Was kommt Ihnen raus? 3620. Wie viel? 3620. Also ziemlich genau 3600. Und die Sache ist so, dass Sie einmal im Abstand R und anderes Mal im Abstand 60 R sind. Was fällt Ihnen auf? Sollte man nicht eigentlich 61 R nehmen? Was? Sollte man nicht 61 R nehmen, weil der Massenmittelpunkt war R. Das ist von Massenmittelpunkt zu Massenmittelpunkt gerechnet. Die Frage ist, ob man nicht noch ein R dazu hätte nehmen sollen. Das ist schon so gemacht, dass es von Massenmittelpunkt zu Massenmittelpunkt der Abstand ist. Nicht von der Erdoberfläche aus. Ja. Es ist das Quadrat. Sagen Sie es laut, weil es so wichtig ist. Es ist das Quadrat. Genau. 60 mal 60 ist 3600. Wenn Sie in den 60-fachen Abstand gehen, wird die Fallbeschleunigung auf den 3600, auf ein 3600stel zurückgehen. Na, ist das nicht was? Also aufgrund dessen, mit so einfachen Dingen, schon zu Newtons Zeiten hat man das zur Verfügung gehabt, kann man daraus schließen, dass es einen quadratischen, und zwar reziprok-quadratischen, eine Abhängigkeit zwischen der Fallbeschleunigung und damit natürlich auch der Kraft, bei Kraft ist Masse mal Beschleunigung, zwischen der Fallbeschleunigung oder Kraft und dem Abstand der beiden Massen gibt. Und das ist also bei weitem genauer, als was man auch bis heute mit irdischen Experimenten machen kann. Also es ergibt sich daraus, durch Interpretation von astronomischen Beobachtungen, da sehen Sie, liebe Astronominnen und Astronomen, wie wichtig der Beitrag der astronomischen Beobachtung auch zu physikalischen Gesetzmäßigkeiten ist. Also, dass man aufgrund von so einfachen astronomischen Beobachtungen daraus schließen kann, dass also die Kraft proportional zu 1 durch R Quadrat ist. Der Betrag der Kraft ist proportional zu 1 durch R Quadrat, wenn also R der Abstand zwischen den beiden Punktmassen ist. Ja. Bei den 9,81 ist das eine mittlere Fallbeschleunigung. Ist da die Zentrifugalkraft durch die Erddrehung mit berücksichtigt oder nicht? Die Frage ist, ob bei diesen 9,81 bei dieser Fallbeschleunigung auch die Zentrifugalkraft aufgrund der Erddrehung berücksichtigt ist. Dieser Wert ist außerordentlich gering im Verhältnis. Das heißt, das macht für die Genauigkeit unserer Auswertung hier nichts aus. Aber Sie haben natürlich recht, dass man das auch mit berücksichtigen muss. Okay. Gut. Also, wenn das so ist, dann sehen Sie, dass sich daraus jetzt ergibt, dass wir ein Gravitationsgesetz erhalten. Und zwar das berühmte Newtonsche Gravitationsgesetz. Der Betrag der Kraft ist gleich einmal eine gewisse Proportionalitätskonstante, die wir mit C-Konstante, Cg bezeichnen, mal, und jetzt schreiben wir M1 mal M2 durch R². Proportional zur einen Masse, proportional zur anderen Masse und proportional zum reziproken Abstandsquadrat. Eine völlig analoge Beziehung gilt auch für die elektrostatische Wechselwirkung zweier Punktladungen. Und Sie werden sich jetzt denken, naja,
Ist also eh alles dasselbe. Ist eh ein und dieselbe Kraft. Das ist aber nicht so. Das sind ganz entscheidend unterschiedliche Kräfte. Was sich schon daran zeigt, dass die elektrostatischen und allgemeiner die elektrodynamischen Kräfte dann von elektrischen Ladungen abhängig sind. Und wenn man einen Körper entlädt, gibt es die Kraft nicht mehr. Entmassen, habe ich schon mehrfach gesagt, kann man einen Körper nicht. Daher haben Sie hier schon eine wesentliche Unterscheidung. Außerdem dieses Äquivalenzprinzip, hier steht es, das gilt natürlich nur für die Gravitationskraft. Eine ganz wesentliche Sache. Warum das trotzdem so ähnlich ausschaut, hängt einfach mit der Geometrie zusammen. Wenn man zwei punktförmige Körper hat, dann wird ihre Wechselwirkung mit 1 durch r Quadrat gehen. Das ist ähnlich einfach, wie Sie wissen, wenn Sie eine punktförmige Lichtquelle haben, dass die Intensität in einem gewissen Abstand, die Bestrahlungsintensität, proportional zu 1 durch r Quadrat geht. Wenn Sie in den doppelten Abstand gehen, dann wird die Bestrahlung von dieser Punktlichtquelle auch auf 1 durch r Quadrat zurückgehen. Also das ist eine geometrische Sache und hat nichts damit zu tun, dass diese Kräfte vom Wesen her das Gleiche sind. Das sind sie nicht. Aber hier ist also eine geometrische Eigenschaft, die zu diesem Gesetz führt. Also, Newton'sches Gravitationsgesetz. Also das ist etwas, das muss ein Physiker und Astronom und Meteorologe im Schlaf murmeln können. Nicht? Das ist ganz wichtig. Ich habe einmal bei einer Prüfung wirklich was Schreckliches erlebt und sowas möchte ich nie mehr erleben. Da habe ich also nach dem Gesetz gefragt, so quasi als Einstiegsfrage, damit es was Leichtes ist. Und er sagt mir doch glatt, die Kraft ist M1 plus M2 durch R. Na, damit war die Prüfung beendet. Also das, sowas bitteschön darf nicht passieren. Das wäre ja fürchterlich. Nicht? Also ich möchte Ihnen nur vor Augen führen, dass Sie da ein entsprechendes großes Rufzeichen hinmachen, nicht? Dass dieses Gesetz so ausschaut. Na, jetzt habe ich Diskussionen hervorgerufen. Na gut. Also, so ist dieses Gesetz. Der Newton hat das allerdings nie so aufgeschrieben, meine Damen und Herren. Der hat nämlich diese Konstante nicht aufgeschrieben. Die wusste man auch zu seiner Zeit gar nicht. Der hat das nur als Proportionalitäten aufgeschrieben, so wie wir das ja vorher schon gemacht hatten. Diese Konstante sollte man ja hoffen, dass man die irgendwie ausrechnen kann. Bis heute kann man das nicht. Die kann man nur messen. Und wie man das misst, das haben diejenigen unter Ihnen, also hoffentlich fast alle, in den Methoden schon gesehen mit dem Cavendish-Versuch, den ich daher hier nicht weiter erörtern werde. Und man kann also diese Gravitationskonstante messen. Das ist die schlechtest bekannte universelle Konstante, die es in der Physik gibt, weil das eben so schwer zu messen ist. Da muss man Tonnen von Massen hernehmen und dann so winzige Kräfte messen und aufpassen, dass das nicht durch alle möglichen störenden Effekte beeinträchtigt wird. Das ist eine eigene Geschichte und alle paar Jahre kommt wieder ein Physical Review Letter heraus, wo dann beim letzten Digit wieder weiter gedreht wird. Aber es ist nicht leicht, die Fehler besser einzugrenzen, als man es bis jetzt hat. Der Bestwert für dieses CG ist gleich, und leider habe ich den Völler jetzt nicht parat, sollte ich haben, ist 6,67 mal 10 hoch minus 11. 10 hoch minus 11, man überlege. Kubikmeter durch Kilogramm Sekundenquadrat. Das ergibt sich halt, wenn Sie da die Massen haben und den Abstand und da die Kraft mit Masse mal Beschleunigung, dann ergibt sich diese Dimension in SI-Einheiten für die Gravitationskonstante. Und das heißt also, man braucht schon relativ große Massen, damit man da auch wirklich eine nennenswerte Kraft bekommt. Ich glaube, ich habe mir das sogar wo aufgeschrieben. Ja. Dieser Wert der Gravitationskonstante, wenn man den da oben einsetzt, dann bedeutet das,
dass wenn man zwei Punktmassen betrachtet, die sich im Abstand 1 Meter befinden, wo jede die Masse von 100 Tonnen hat, naja, das ist nicht ohne, nicht, dass man das da in 1 Meter Abstand, dann wird die Anziehungskraft circa 1 Newton sein. Naja, da sehen Sie, wie schwach das ist. Also mit irdischen Maßen sehr schwer zu machen. Aber wenn Sie die ganze Erde haben, oder gar die Sonne, oder eine ganze Galaxis, dann wird das natürlich brutal. Und dort sind diese Kräfte dann eben die einzig ordnenden Kräfte. Okay. Ja. Jetzt möchte ich noch einen Schritt weitergehen und möchte jetzt dieses Gravitationsgesetz noch in eine vektorielle Form bringen. Da werden wir es so machen, es ist immer eine anziehende Kraft. Nicht? Sie wissen ja, Massen ziehen einander immer an, die stoßen einander nie ab. Nach allem, was wir wissen, stoßen sich auch Antimaterieteilchen nicht ab, was eine Zeit lang geglaubt wurde. Aber die Massen ziehen einander immer an und Antimaterieteilchen gibt es sehr, sehr wenige. Sonst täte sie da ganz schön was anspülen, wenn das passieren würde. Nicht? Da kann man das also relativ einfach aufschreiben. Nehmen wir jetzt wieder an, wir haben da eine große Masse, groß M, so quasi als felderzeugende Masse und irgendwie da eine Probemasse, klein m, die sich da im Abstand r befindet. Das ist der Ortsvektor R-Pfeil und dieses M ist auch der Ursprung. Wir setzen uns mit unserem Koordinatensystem an die Stelle dieser großen Masse. Denken Sie sich zum Beispiel, wir sind hier, wir sind die Erde und da ist die Sonne und das ist der Abstandsvektor. Das kann man sich ja, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und da kommt es dann natürlich heraus, dass der Kraftvektor da hier so gerichtet ist. Und diesen Kraftvektor F Pfeil abhängig vom Ortsvektor R Pfeil, den können wir jetzt aufschreiben. Also betragsmäßig muss das da stehen. Also haben wir da natürlich erstens einmal, er ist entgegen dem Ortsvektor. Das ist der Ortsvektor, das ist der Kraftvektor. Also vektoriell kommt da mal ein Minus. Das verstehen Sie sicherlich. Und dann haben wir also da mal die Gravitationskonstante Cg mal klein m mal groß m und jetzt durch r Quadrat und dann mal dem Einheitsvektor in Richtung von diesem r. Das ist r Pfeil durch r. Das ist der Einheitsvektor, den wir oft auch als r Dach bezeichnen. Also den Betrag von hier, das ist das Betrag f. Das Minus spielt beim Betrag keine Rolle, fällt weg. Dann haben Sie das da hier stehen, so wie da. Und der Betrag von dem R-Dach oder R-Pfeil durch R, das R ist die Distanz, der Betrag von R-Pfeil ist 1. Also wenn Sie von dem den Betrag nehmen, kommen Sie daher zurück. Das passt einmal. Und dann dies, das Minus ist klar, weil das die Kraft in die Gegenrichtung wirkt, nicht wahr? Und damit ist eigentlich alles gesagt. Das muss so ausschauen. Naja. Das schreiben wir ein bisschen eleganter auf. Da steht R Quadrat und R, das können wir ja multiplizieren. Und es bleibt also stehen, F Pfeil von R Pfeil ist gleich minus diese Gravitationskonstante, das habe ich gar nicht hergeschrieben, Gravitationskonstante, minus Cg, klein m mal groß m, durch r Quadrat mal r ist r der dritten, mal dem Ortsvektor r Pfeil. Auf die Art und Weise lässt sich dieses Kraftfeld wirklich vektoriell aufschreiben. Und jetzt schauen Sie sich an, was steht denn da eigentlich drinnen? Das Cg ist eine Konstante. Das M und Groß M, das sind für die gegebene Anordnung auch Konstanten. Das Groß M
Das ist jetzt wirklich schlecht geschrieben. Das ist nicht gleich Null, sondern gleich dem Ursprung. O. Ja? Der O und Null, das ist eine gewisse Schwäche, dass man das nicht so gut unterscheiden kann, nicht? Im Schreiben. Also das Groß-M, das ist die Masse, die da im Zentrum steht und die hat rund um sich ein Feld und das Klein-M ist die Probemasse. Also da ändert sich auch nicht viel, das sind alles Konstanten und Skalare. Einzig dieses R-Pfeil durch R der Dritten bleibt da stehen. Und wir werden morgen sehen, wie wir dieses R-Pfeil durch R der Dritten in einer eleganten anderen Form aufschreiben können und kommen damit dann sofort darauf, wie die zu diesem Kraftfeld gehörige, das potenzielle Energie V ausschaut. Das rechnen wir morgen aus. Danke für heute.